Boah, wirklich eine Riesenreif. Noch Vögel auf dem Cisaren und auf dem Morgefies nein, oder? Ich geh auf Siff, eine Art Schorps, was? Snoop. Ja, nach Galden nicht. Ich geh schleiden es. Als Herwissen, ach, ach, ja. Ich berüst viel bei Bären, ja. Boah, wirklich eine Riesenreif, Herr Bären, sie. Sie haben eine Fallenleitscheid ein. Ups, sie. Los geht's, schätzt du's essen? Was wollten Sie eigentlich als Kind werden? Astronaut? Zugführer? Bademeister? Naja, wir haben ja als Kinder oft viele Berufswünsche genannt damals. Heute ist es ein bisschen anders. Heute nennen Kinder auch die abstrusesten Berufe als Berufswünsche. Und sie werden dabei nicht selten vom Fernsehen beeinflusst. Schauen Sie mal dieses Kind hier, das in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner folgenden Berufswunsch geäußert hat. Also, ich werde später glücklich, wenn ich Schönheitschirurg werde, weil im Fernsehen habe ich ziemlich oft gesehen, dass fast alle Schönheitschirurg, die es hier gibt, Millionäre sind und ich würde gern auch ziemlich viel Geld haben. Ja, wenn ein Kind dann irgendwann Call-In-Moderator als Berufswunsch äußert, dann ist der Ofen aus. Das sage ich Ihnen. In Bezug auf die Zuschauerzahlen folgende Rechnung vorgenommen. Knapp 8 Millionen Zuschauer in jeder Folge. Das bedeutet bei 10 Sendungen, dass uns 80 Millionen Menschen gesehen haben. Und das wiederum heißt übersetzt, jeder Deutsche hat schon mal Deutschland sucht den Superstar gesehen. Ja, und Dieter Bohlen setzt noch einen oben drauf. Aber ich habe das mal ausgerechnet, wenn man wirklich den ganzen Januar mit Wiederholungen und dem ganzen Krempel zusammenzieht, hatten wir wirklich fast 100 Millionen Zuschauer. Und das finde ich sensationell und ich freue mich. Jo, also ich habe jetzt hier mal einen Taschenrechner und ich rechne jetzt auch mal. Also es gibt bislang 769 Tatorte und jeder ist so im Schnitt von 9 Millionen Menschen gesehen worden. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr, aber jetzt mal so zur Rechnung. Das ergibt dann eine Gesamtzahl von 6,9 Milliarden Menschen. Das heißt, jeder Mensch auf dieser Erde hat quasi schon mal im Leben mindestens einen Tatort gesehen. Ja, das ist genauso abstrus wie das. Ich habe eine gute Idee für einen Partyabend. Nina saufen. Das geht folgendermaßen. Sie laden sich ein paar Leute ein, kaufen ein paar Buddeln Alkohol und gucken gemeinsam DSDS. Und jedes Mal, wenn Nina Eichinger super oder Hammer sagt, müssen sie alle einen heben. Ich glaube, sie werden das Ende der Show nicht bei vollem Bewusstsein erleben, ist so meine Prognose. Das ist eine gute, wenn auch etwas makabre Überleitung zu unserem nächsten Beitrag, und zwar einem Gastbeitrag von Yannick Ragusa. Denn der hat sich sehr geärgert über die ARD-Sendung Report Mainz, wo drei Begriffe miteinander vermischt wurden. Jugendliche, Gewalt und Alkohol. Nach endlich umfangreichem öffentlichem Druck, und zwar nicht nur durchs Internet, durch uns und durch andere, sondern auch in der Schweiz selber, durch die Staatsanwaltschaft, die ermittelt hat, und auch durch das Schweizer Magazin Kassensturz, das zweimal hintereinander berichtete über die Abzockereien bei Swissquiz, ist die Sendung endlich zu Fall gebracht. Sie gibt es nicht mehr. Ja, wunderbar. Da habe ich schon was, was ich beim nächsten Silvester in die Luft sprengen kann, ja. Oh, mit Dings, mit Dosenöffner. Wenn ich mich schneide, gibt's Blutwurst. Was? Na, das ist doch herrlich. Da hat er ja dem Kandidaten sozusagen gleich voll geholfen, denn die Mehrheit der Würstchen, die dort zu erraten waren, befanden sich alle in Gläsern. Und wenn Gottschalk herausplappert, dass er das mit einem Dosenöffner öffnen muss, dann fallen die Gläser schon mal weg. Ich habe heute einen Talkgast hier im Studio und zwar ist das Norbert Bayermacher und der ist Call-In-TV-Produzent. Ganz genau so ist das. Interaktives Fernsehen, große Gewinne, transparente Spiele. Alles super. Ja, transparente Spiele, das wissen wir mittlerweile ja. Herr Kreimeier, wollen Sie hier vielleicht an der Aufrichtigkeit meiner Worte zweifeln? Wollen Sie mir das Gegenteil unterstellen? Ich habe hier auf der Kurzwahltaste 1 meinen Münchner Anwalt. Den kennen Sie ja wohl. Ja, den kenne ich mittlerweile, das stimmt ja. Meine Ankündigung, dass ich ihn zu Silvester in die Luft sprengen will, diesen hässlichen Hahn, hat für viele empörte E-Mails gesorgt und viele haben geschrieben, Mensch, wir übernehmen ihn gerne, wir geben ihm gerne Asyl, bitte nicht in die Luft sprengen, den süßen Hahn.
Ich weiß nicht, was an dem hässlichen Ding süß sein soll, aber bitte sehr. Und ja, wenn es so ein großes Interesse gibt, diesen Hahn unbedingt haben zu wollen, dann mache ich es einfach so, ich versteigere ihn einfach. Ja, den hier habe ich nach wie vor an den Hacken hier. Schauen Sie mal. Das ist, jetzt habe ich ihn extra bei eBay versteigert, hat er auch 156 Euro eingebracht, dolle Summe. Und was soll ich Ihnen sagen, der Käufer will ihn gar nicht haben. Das war eine Spende an Fernsehkritik TV, der ist an dem Hahn gar nicht interessiert. Ja, nun habe ich das Ding immer noch hier an den Hacken. Aber vorsichtig. Ja. Hm? Das ist unmöglich. Ich glaube, ich esse nie wieder Spaghetti im Leben. Also. Heute wurde der Junge mit dem unschuldig klingenden Namen Raphael in Wuppertal zu 8,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Stefan Landgraf. Ja, da stellt sich die Frage, wie hätte der Junge heißen müssen, damit er einen schuldig klingenden Namen hat? Ja, an dieser Stelle erstmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank für die unglaubliche Spendenbereitschaft, die Sie gezeigt haben. Sie haben 2010, 2010, 2010. Was ist das für eine Brüll-Ballermann-Kacke? Großartige Sänger, hervorragende Akrobaten, andere große Talente. Ja, gibt's hier leider nicht zu sehen, denn dies ist das Supertalent. Dieses Abteil wird oftmals von Schaffenden nicht betreten, sondern nur oberflächlich durch dieses schmale Türfenster gecheckt. Der Blick hierdurch gibt einen vermeintlichen Überblick des Abteils, aber nur einen vermeintlichen. Denn diese beiden Ecken liegen im toten Winkel und sind nicht einsehbar. Aber es klappt. Der Schaffner sieht alles, außer die toten Winkel und mich. Ja, danke ZDF Neo. Und wir ehrlichen Fahrgäste dürfen es dann mit höheren Fahrpreisen gegenfinanzieren. Super, vielen Dank. Sehr schön, ja. Dafür zahle ich gern. Ja. Grimme Online Award dieses Jahr gehen soll an Fernsehkritik TV. Ich persönlich glaube, dass du hier ein riesiges Risiko auf dich nimmst, mit deinem Leben spielst, wenn du so eine Performance machst. Und da wirst du sicherlich zustimmen. Damit bist du ein ganz schlechtes Vorbild für Kinder. Ich habe mich letztes Mal ja über diesen schrecklichen WM-Song von Oliver Pocher ausgelassen und ich wurde hinterher gemaßregelt, dass es ja einen noch schlechteren WM-Song gäbe, und zwar von Fernsehkritik TV. Alkohol, 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 Grölschum, Alkohol, 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 Grölschum, Alkohol, Grölschum einer Fußball-WM. Ja, mittlerweile versucht der Kinderkanal ja sogar per Gehirnwäsche Kindern einzubläuen, wie doll Rundfunkgebühren sind. Diesen Zungenbrecher hier mussten Kinder auf einer Veranstaltung des Kinderkanals aufsagen. Schauen Sie mal. Nur mit Rundfunkgebühren, Funk, der Rundfunk und... Rundfunk, der Rundfunk nur mit Rundfunkgebühren. Oh, tut's richtig weh. Oh, du bist ja. Das kenne ich gar nicht von dir. Also, wenn ich der Tätowierer wäre, ne? Dann würde ich Alida fett das Wort Abzockerin auf den Arsch tätowieren. Das wäre doch was. Ja, ich hab die Maus. Die Maus? Ja! Ja! Ich will das nicht mehr. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist die 53. Ausgabe von Fernsehkritik TV. Und ich freue mich wahnsinnig, heute endlich den Mann zu Gast zu haben, ja, der mich im Grunde mit inspiriert hat. Herzlich willkommen, Oliver Kalkofe. Ja, freut mich, hier sein zu dürfen. Na, ist unser virtuelles Studio nicht toll geworden? Ist doch wunderbar, oder? Das hat der Bernard kreiert, ein Zuschauer von Fernsehkritik TV. So, und stellen Sie sich mal vor, irgendeine Operntussi würde kommen und würde Ihnen so nah ins Ohr trällern. Sehen Sie hier die lange Schlange? Das ist sozusagen Anstehen für die größte Damentoilette der Welt. Auch Germany's Next Topmodel genannt. Durch die Stabilität, die Ägypten in den letzten Jahren gezeigt hat, wurden viele, viele Schmugglereien, wurden viele Tonnen an Waffen, an Terroristen hin in den Gazastreifen und danach nach Israel verhindert. Das ist etwas, das dürfen wir nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Thema ist im Augenblick. Ich meine, was reitet eigentlich die Redaktion von Anne Will, diese Frau nochmal einzuladen? Ich meine, bei 3 nach 9 damals war das schon ein Reinfall. Und bei Anne Will war sie denn ja auch schon mal, da hat sie auch nur Müll geredet. Ja,
Hier ist er also, der Sternlappenbasilisk. Aber wir suchen ihn noch, ne? Noch haben wir ihn nicht gefunden. Wo ist er denn nur? Und herzlich willkommen, hier ist die 63. Ausgabe von Fernsehkritik TV. Und wie Sie sehen, bin ich heute nicht in meinem Studio. Ich bin nicht mehr in Hamburg, ich bin nämlich in Essen heute. Herzlich willkommen, Cold Mirror. Guten Tag. Guten Tag. Möchtest du gern Cold Mirror angesprochen werden? Oder lieber? Du kannst Katrin sagen. Katrin. Oder Kadi. Kadi, okay, alles klar. Hallo und herzlich willkommen, hier ist die 65. Ausgabe von Fernsehkritik TV. Ja, und ich bin wieder mal nicht in meinem Studio heute, wie Sie sehen, sondern ich freue mich, erneut prominenten Besuch in der Sendung zu haben. Das heißt, eigentlich sind wir zu Besuch bei denen, denn das ist hier die sozusagen heilige Residenz von Game One. Wenn das jemand raus hat, das ist verdammt kompliziert, ne? Ich wollte mich doch ein bisschen einschleimen. Ich meine, kann es eigentlich eine Frau mit 45 noch schaffen? Edgar Berger, Sony-Chef und Herr Hanebrink, sie mit 45 noch hochzuschlafen? Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Frage, sondern, ja, ist Ihre Frage, das stimmt. Das ist Ihre Frage, aber ich glaube, ich halte es nicht für die Frage, die sich jetzt stellt, ob wir den finalen Schlag haben. Die Welt hält den Atem an, die Megakatastrophe in Japan und ihre unabsehbaren Folgen. Auch wenn die Meldung darüber immer noch sehr widersprüchlich ist. Bleiben wir noch kurz bei den Öffentlich-Rechtlichen. Denn das Fernsehen zur Ergreifung von Verbrechern zu benutzen, ja, das war früher mal der Ansatz. Heutzutage machen die Verbrecher selber das Fernsehen. Ja. Da klatschen die auch noch. Haben Sie es gesehen? Das war der ARD-Programmdirektor, der ZDF-Programmdirektor, der Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Sie saßen da alle und haben geklatscht. Die haben geklatscht zu genau dem, was Gottschalk gesagt hat, obwohl er ja genau die Pfeifen gemeint hat mit seiner Kritik. Ist doch frech, oder? Ich meine, das sind genau die, die verantwortlich sind für die zunehmende Trivialisierung bei ARD und ZDF. Liebe Kickermacher, dass man bei der Eingabe von mehreren Begriffen bei Google ein Pluszeichen dazwischen setzen muss, das ist vor Jahren abgeschafft worden. Das gibt's gar nicht mehr. Nur mal so zur Info, ne? Wahrscheinlich müssen Kindern euch das beibringen, wie es richtig läuft und nicht umgekehrt. Ja, also alles heute so wie gewohnt, wobei eines doch jetzt ungewohnt ist, nämlich die Aussicht, dass 9 live am Ende ist. Zum Monatsende wird der Sender seinen Betrieb einstellen, zumindest seine Call-In-Abzockereien. Es wird noch übergangsweise so ein paar Konserven gesendet werden, aber das ist nur für eine Übergangszeit. Dann irgendwann gehen die Lichter komplett aus bei 9 live. Deutsche Haushalte kaufen jährlich rund 2 Millionen Elektrogeräte. Ah ja, 2 Millionen Elektrogeräte pro Jahr. Das heißt also bei einer Bevölkerung von abgerundet 80 Millionen Menschen, dass jeder 40. in diesem Lande sich einmal im Jahr ein Elektrogerät kauft. 2 weitere Fantreffen von Fernsehkritik TV sind am Horizont sichtbar. Das eine soll in Darmstadt, also im hessischen Raum, stattfinden, und zwar am Freitag, den 15. Juli. Ja, und all denjenigen, die sich tatsächlich William und Kate 6 Stunden lang live angeschaut haben, denen sage ich, schalten Sie mal wieder ab. Tschüss. Dann wundern Sie sich nicht, das ist nur die Länge bis zum nächsten Werbebreak. Und danach geht es dann wieder weiter. Das haben einige letztes Mal nicht verstanden, die dann fragten, wieso geht die Sendung nur 13 Minuten oder wie? Nein, die Sendung ging natürlich eine Dreiviertelstunde. Ich sabbel viel zu schnell. Das lasse ich auch weg als Erklärung.